Ja, guten Tag, wir spielen heute mal wieder Der Hund von Baskervilles, Sherlock Holmes. Ja, schau mal, was in diesem Teil so alles so passiert, ne? So, hier sind wir dann auch, ne? Und wir haben gerade so ein tolles Rätsel gelöst und sollen wohl ganz schnell in die Vergangenheit wieder rein. Beziehungsweise, ne? Immer hier, das zum Labor. What a smell! It is Ah. untenable. Ja. Your uncle was right, Henry. Sir James was interested in canine anatomy. Ja And dann. his fear drove him to perform experiments that his own ethics should have condemned. Tragic. Ja, stimmt. Okay, da sind wir hier im Labor. Warte, haben wir da richtig ein Wimmelbild? Ah, schön, ey. Viel Chemie hier. So Maus. Ah ja. Aber große Objekte alles. Also eigentlich doch schon ein bisschen einfacher dann, ne? Auge. Ja hier. Ja hier. So, ja, haben wir schon mal. Also. Das soll wahrscheinlich nicht als Auge gemeint sein. Hier ist das Auge. Schau ja mal. Das war der Blattscheimer. Fehlt uns hier nur der Knopf. Also wollen wir mal einen Knopf. Oder hier unten ist der Weltklasse. Ja. Du hast einen Wolfskopf erhalten. Klick, um fortzufahren. Ich kann mir nicht vorstellen, welche Schmerz dieses Tier erleiden musste. James war wohl ziemlich verzweifelt, dass er zu seinen extremen Mitteln griff. So. Ein Stück haben wir auch noch. Brauchen wir auch ab und zu hier. Eine Lunge. Ich frage mich, ob sie zu einem Anatomiemodell gehört. Ja, bestimmt. Vielleicht haben wir noch was. Irgendwie hier. Chirurgische Säge. Das ist nicht das richtige Objekt. Okay. Hätten wir ansonsten das Herz hier klauen können. Ah, James Raum. Guck mal. So. Es wird immer noch ein Organ. Das Herz. Der Wintergarten. Schloss ist zerstört. Wenn wir durch diese Tür möchten, müssen wir so eine Art Säge verwenden. Ja, die haben wir zufällig. Ah, da geht's wieder rein. Ja, könnte man machen, ne? Brunnen. Drei Wolfsköpfe fehlen auf dem Brunnen. Aber zwei haben wir ich sehe einen Wolfskäfig in den Käfig. Wir müssen die Stangen voneinander trennen. Nö, das geht nicht. Das Schloss ist im Obergeschoss. Eingangshalle. Ah, ja, aber noch so ein Wimmelbild. Ja, guck mal hier. Ah, ja, doch schon einiges hier. Suchen wir ja einfach mal ein paar Sachen, oder nie? Erstes immer hier ein bisschen draufklicken. Dann machen die meisten Sachen hier.
Ja, dann nehmen wir auch noch ein Stückchen hier. Guck mal, wie wir so haben. Krempel hier. Baum, vielleicht gibt es da noch was. Ja. So, jetzt ist, haben wir wieder Seil, Sack, Banane, Eimer. Seil haben wir hier. Doch, haben wir hier. Hier den Sack. Schnecke, Schnecke haben wir hier auch. Da ist der Sack. Banane und Eimer. Oder hier oben, ne? So, und jetzt noch ein Eimer und dann sind wir hier durch, ohne Hilfe. Ja, klasse, du hast einen Spritz gefunden. Spritz ist leer, vielleicht finden wir es wieder in James Raum Medizin. Na, gucken wir mal. Vielleicht. Oder vielleicht hier unten. Als was man so zum Sezieren aufschneiden. Okay. Hier soll man also wieder nach oben. Vielleicht können wir ja hier ein bisschen Stärke verwenden. Jetzt geht ja alles kaputt hier. Wappenstück, okay. War schon mal gut. Die Medikamente, die wir gegenwärtig sahen, wurden wahrscheinlich kurz nach James Tod hinzugefügt. Mhm. Ja, aber was? Also hier Flaschen. Hallo, Wimmelbild. Glückwunsch, du hast 10 Objekte in 10 Sekunden. Klicke, um fortzufahren. 10 Flaschen, da bin ich der Flaschenmaster. Nochmal. Noch eine Flasche. Nö, nix, ne? Da liegt nur eine. Ja, hier ist so die letzte Flasche. Ein gefundenes Serum befindet sich jetzt in der Spritze. Klick, um fortzufahren. Meinen Sie, könnte es den armen Hund im Labor helfen? Wir gehen mal zum armen Hund. Gehen wir ja einmal im Labor. Haben wir so einen Zombie? Watson, ich fürchte, Ihre Experimente führen zunächst. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie da tun. Herz. Und jetzt können wir rein theoretisch wieder nach oben gehen. Dann in Vergangenheit. Und hier das Herz hier einsetzen. Schlüssel zum für Vorhängeschloss. Szene abgeschlossen. Ja, sehr gut. Vielleicht im Eingangsbereich wird. Hier ist nichts, ne? Obergeschoss, da können wir noch einen Schlüssel hier anbringen. Da, ein Käfig. Wappenstück. Szene abgeschlossen. Okay. So einfach geht das. Da die Kohle in der Küche zu nicht so gebraucht ist, könnten wir mit diesen Zweigen ein Feuer machen. Trockener Zweig.
Boah, da hast du meine Säge. Na, guck mal. Reliefstück. Wappenstück. Ja, du hast alle Wappenstücke gefunden. Möchtest du die Porträtgalerie gehen und James Baskerville von den Fluch erlösen? Ja, warum nicht, ne? Geh mal hin. Edward. Charles. Roger. Also hier ist direkt markiert. James Wappen ist komplett. Das ist gut. This jewel carries an inscription. Temporal acceleration. Tell us about this medallion, Henry. Try to remember the smallest details, even the most trivial. Zeitbeschleunigung. Okay. My uncle wrote that he discovered it in Edward's room, but I don't know any more as he wanted to tell me the rest in person. Okay, in Edwards Room. Edward, the brother of Hugo. Yes, doctor, but unlike what was written in the press, Hugo was not a victim of the curse. His body was found outside the manor near the abandoned mines. It was not mutilated or savaged. As for Oliver, the younger of the three brothers, he disappeared. No one knew what could have happened to him. Edward was the first proven victim of the hound. Okay. Therefore, Edward did not know of the existence of the beast before being murdered. This contradicts the idea that this medallion, although it was discovered in his room, could have belonged to him. Ja, kann natürlich sein. Unless the medallion has a purpose other than killing the beast. But right now we can only speculate. We lack concrete evidence. Let's continue our investigation. Ja, machen wir mal. So. Also hier können wir noch Geschwindigkeit nehmen. Drehe diese Wheels, kann die Zeit beschleunigen. Okay. Das ist was hilft. Eingangshalle. Das ist ein Porträt von Hugo Baskerville. In ihm soll der Ursprung des Fluchs liegen. Er sieht wirklich nicht besonders freundlich aus. Ja dann. Küche. Läuft eine Maus rum. Kamin. Im Kamin ist kein trockenes Holz. Ja, da haben wir was. Ja. Hat er was da mit der Maus zu tun oder nicht? Eingangshalle. Ist das hier noch mit dem Abdruck hier? Aber nicht. So, hier können wir, ach ja, so können wir auch abpauschen. 10 abgeschlossen, ja, guck mal. Seltsames Schild. Was ist da nur hier, das hier offen? Blumentopf. Okay. Leer Blumentöpfe. Ah. Können wir nichts machen. Ja, mit Stärke, ne? Ja, es läuft ja auch Wasser. Samenkorn. Und hier. Jetzt lassen wir hier ein bisschen Geschwindigkeit hier machen. Achso, diese Samen brauchen Wasser. Okay.
So, und jetzt? Jetzt haben wir den Krug auch endlich weg. Ja. Okay. Ja, kann sein, ne? Schlüssel zu Lilis Raum. Reliefstück. So, ist hier noch irgendwas? Eingangszelle. Lilis Raum. Ich würde aber sagen, zur Lilly gehen wir als nächstes. Bewertet mal ruhig den Teil. Und bis dann. Tschüss.